Brüder und Schwestern in Christus, am Geheimnis der göttlichen Dreifaltigkeit haben sich schon so manche Theologen ihre Zähne ausgebissen. Und wirklich verstehen kann man es nicht, wie es sein kann, dass Gott einer ist und doch in drei Personen. Man sollte es im Glauben annehmen und das reicht auch aus. Man muss nicht alles im Leben verstehen. Aber ich möchte mich auch heute ein bisschen diesem Geheimnis nähern, möchte vorwegnehmen, das ist keine Dogmatik, dass ich hier betreibe, also mir könnte man vieles vorwerfen, wo ich heute vielleicht auch auf ein bisschen Abwege gerate, aber das ist nicht das Wesentliche, sondern die Erfahrung, die wir mit Gott in dieser Stunde machen. Ich habe mich gefragt, wie wir Gott eigentlich erfahren. Welchen Namen könnte man Gott geben? Und wir haben heute in der ersten Lesung aus dem Buch Exodus gehört über Mose, über den Sinai. Das ruft Erinnerungen, die damit verbunden sind, wie das jüdische Volk, wie die Juden Gott erfahren haben. Gott hat sich Mose in einem Dornbusch offenbart, wo der Mose auch nicht wirklich wusste, was ihm geschieht. Und seit diesem Zeitpunkt ist Gott für sein Volk, schon früher auch, aber besonders seit diesem Zeitpunkt, wie ein guter Vater. Jeder von uns hat einen Vater. Und so ist das Leben. Manche dieser Väter waren gute Väter, die anderen nicht. Gott hat damit nichts zu tun, also mit dieser Erfahrung, wie wir unsere eigenen Eltern erfahren haben. Man nennt ihn zwar Vater, aber das hat nichts mit dem zu tun, was wir von unseren Eltern erfahren haben. Na, ein bisschen vielleicht. Weil wenn man die Geschichte der Juden in der Bibel nachliest, erweist sich Gott als dieser Vater, der wirklich sein Volk an die Hand nimmt und mit sich gehen lässt. Er ist wie einer, der sich zwischen sein Volk und jede Gefahr stellen möchte. Als er sie aus Ägypten herausführte, war es eine Wolkensäule oder eine Feuersäule, je nachdem. Er hat sich zwischen sein geliebtes Volk, zwischen seine Kinder und die Bedrohung, die Ägypter, die Heiden, gestellt. Er hat seinem Volk ein Gesetz gegeben, damit sie miteinander gut auskommen und ihn ehren können. Wie es mit Kindern so ist, die hören nicht gerne meistens auf die Eltern. Also in einem gewissen Alter ist es so. Aber nichtsdestotrotz, Gott ist treu geblieben. Sie haben ihn viele Male enttäuscht. Sehr viele Male. Wenn man die Bibel liest, also das Alte Testament vor allem, das ist eine Geschichte, wie Gott von seinem Volk enttäuscht wurde. Er gibt ihnen immer gute Dinge. Die jammern in der Wüste, gibt er ihnen zu trinken, zu essen. Dann jammern sie, dass sie dieses Trinken und Essen nicht mögen. Dann jammern sie weiter, die 40 Jahre hindurch. Er gibt ihnen ein schönes Land, dann jammern sie, dass das Land von anderen besetzt ist. Er ließ sie das Land einnehmen, sie jammern und jammern und jammern. Und wir sind auch manchmal so in der Kirche. Immer unzufrieden mit dem, was Gott uns gibt, weil wir manchmal einfach nicht fähig sind, zu erkennen, was Gott uns eigentlich gibt. Unsere Augen bleiben sehr oft verschlossen auf das Gute, das er uns zuteil werden lässt. Und im Alten Testament kann man wirklich durchgehend Gott als den Vater seines Volkes bezeichnen. Einen, der wirklich für seine Kinder sorgt, so wie kein Vater hier auf Erden das tun könnte. Das ist der erste Name, den wir kennen. Er hat zwar seinem Volk einen Namen genannt, Jahwe. Die Juden sprechen das nicht mal aus. Sie sagen immer Adonai oder Elohim oder sonst was.
Weil es kein richtiger Name ist. Er ist der Herr, er ist der Vater seines Volkes. Mit dem Neuen Testament hat die Menschheit etwas Neues erfahren, deswegen Neues Testament. Bei Maria kam der Engel und hat ihr eine wichtige Frage gestellt. Sie hat mit Ja geantwortet und er hat ihr gesagt, du wirst einen Sohn gebären, den Sohn Gottes. Und das haben wir auch im heutigen Evangelium gehört, wenn Johannes schreibt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit er mit uns den Weg geht, damit wir etwas haben, weil er hat gesehen, seine Kinder können nicht wirklich mit dem, was er ihnen gibt, das ist zu wenig. Er hat seinen Sohn gegeben. So erfahren wir auch Gott in Jesus als den Sohn Gottes, einer, der uns ganz nahe ist, aber der doch ganz anders als der Vater ist. So ist es auch bei uns Menschen. Der Kinder hat, weiß es. Die Kinder sind anders als die Eltern und meistens wollen sie mehr als die Eltern, wollen sie größer werden als die Eltern. Das ist auch der Wunsch der meisten Eltern, dass die Kinder es besser haben als wir. Und das ist etwas Gutes. Und der Sohn Gottes vollbringt Größeres hier auf Erden, als es der Vater gemacht hat. Er gibt sich hin als ein Zeichen am Kreuz für uns alle, für unsere Sünden, aber auch als ein ewiges Zeichen dafür, dass er solidarisch mit allen die Leiden dieser Welt auf diesem Kreuz trägt. Ich war letztens auf einer Pilgerreise in Polen und wir waren auch in Auschwitz. Es ist sehr bedrückend. Ich war da schon einige Male, das erste Mal in der 8. Klasse Grundschule, da war ich 13, 14. Das war Pflicht bei uns. Und diese Erfahrung, dorthin zu gehen und zu sehen, wozu Menschen fähig sind, da kommt gleich die erste Frage, die wichtigste, wo war Gott in Auschwitz? Und die Antwort, die haben, die überlebten und vielleicht daran nicht zerbrochen sind, ist, dass Gott in jedem dieser Ermordeten dort war. Der Sohn Gottes war in ihnen. Er ist einer, der uns so nahe ist wie kein anderer. Wie der Sohn seiner Mutter, seinem Vater nahe sein kann, so ist Jesus für uns noch mehr. Gott ist wie ein Bruder für uns. Wer Geschwister hat, weiß es, da kann man sich auf sie meistens verlassen, nicht immer. Gott ist wieder ein bisschen anders. Auf ihn ist immer Verlass. Er kann dein Freund werden. Jesus hat 12 Jünger auserwählt. Und er wusste, die nach ihm kommen werden, seine Jüngerinnen und Jünger, werden Betrüger sein, Mörder und andere Verbrecher. Paulus war ein Mörder. Er hat die Hand viele Morde angelegt. Und trotzdem war es möglich, Jesus nachzufolgen. Warum? Weil Jesus eines erkannt hat, dass er hier, diese 30 oder 33 oder wie viele Jahre auch immer, auf Erden war. Das reicht nicht aus. Wir brauchen jemanden, der uns trägt. Und dann haben die Jünger Erstaunliches erfahren. Die haben Jesus, also sind Jesus nach der Auferstehung viele Male begegnet. Und das hat in ihrem Leben nichts verändert. Die haben den Auferstandenen leibhaft gesehen, hat nichts verändert. Nach der Himmelfahrt Jesu, wie er von ihnen gegangen ist, was tun die Jünger? Sie sitzen in einem Saal. Sie gehen nicht hinaus. Erst als der Heilige Geist, der versprochene Beistand, zu ihnen gekommen ist, konnten sie hinausgehen.
Und der wird Heilige Geist nicht ohne Grund so genannt. Heilig, weil er von Gott kommt, weil er Gott selbst ist. Ein Geist, weil man ihn nicht sehen kann. Frag dich selber, hast du den Heiligen Geist in deinem Leben jemals gesehen? Erfahren vielleicht, aber gesehen kann ich wetten nicht. Sein Wirken vielleicht. So ist es mit Geistern. Man sieht es nicht, man weiß nicht, wie es geht, aber es geht. Und überall dort, wo in der Kirche sich etwas in Bewegung setzt, obwohl es gar nicht möglich ist, dass eine Veränderung kommt, dass ein Mensch Umkehr erfährt, da ist der Heilige Geist am Werk. Und ich rede jetzt nicht von den institutionellen Veränderungen, wonach sich sehr viele sehnen, also dass die Kirche moderner wird oder konservativer oder sonst was. Darum geht es nicht. Es geht um deine persönliche Umkehr, wo du in deinem Leben auch manchmal erfährst, dass du Grenzen hast, dass du auch scheiterst als Mensch. Wo Versöhnung möglich ist, da ist der Heilige Geist am Werk. Wo Umkehr geschieht, da ist er am Werk. Und wenn Umkehr geschieht, dann sind diese institutionellen Fragen in der Kirche nicht mehr so wichtig, weil auch etwas möglich ist, was Gott auszeichnet. Ich habe schon gesagt, wir kennen aus der Bibel Gott in diesen drei Personen, als Vater, als Sohn, als den Heiligen Geist. Aber er ist viel mehr, er ist ein Gott. Und das zeigt sich in dieser Gemeinschaft, die zwischen den Dreien ist. Man kann sie nicht trennen und doch sind sie irgendwie getrennt. Und das heißt für uns Menschen, unser Glaube, die Nachfolge Christi, unser Leben ist nur in der Gemeinschaft, miteinander und mit Gott möglich. Klingt zwar überspitzt gesagt, ist es aber nicht. Unser Leben ist nur in Gemeinschaft möglich. Es gibt auch im christlichen Volk eine Lebensform, die Eremiten, die leben alleine, das ganze Leben hindurch. Es gibt ganz wenige. Es gibt noch eine strengere Form unter den Eremiten, die Reklusen. Das sind fast ausschließlich Mönche, die sich in ihrer Zelle einmauern lassen. Es gibt auch heutzutage ganz wenige, aber doch einige. Und diese, die da eingeschlossen sind, eingemauert, ihr ganzes Leben lang in der einen Zelle, sind meistens kleine Häuschen. Man kann es vielleicht auch in Gamming sehen, wie das ausschauen könnte. Ich weiß nicht, ob da Reklusen waren, aber Eremiten auf jeden Fall. Diese Menschen, die da eingeschlossen sind, erfahren die Gemeinschaft mit Gott auf eine ganz besondere Weise, weil das Essen muss ihnen gebracht werden, Wasser auch, alles andere auch. Sie sind angewiesen wie kein anderer auf die Gemeinschaft. Und so werden sie komischerweise, trotzdem, dass sie alleine sind, abgetrennt von allem, ein Teil dieser Gemeinschaft, der Kirche. Damit möchte ich nur eines sagen, dass Gott uns in drei Personen offenbart hat. Das hat eine tiefe Bedeutung. Erstens, das sind die Erfahrungen, die wir als Volk mit ihm machen. Und zweitens, dass es eine Gemeinschaft in Gott gibt, bedeutet auch, wir sind dazu berufen. Und anders kannst du das Leben in Fülle nicht haben als in der Gemeinschaft der Kirche. Klingt hart, ist es auch. Gott hat seinen Jüngern nicht gesagt, folgt mir nach, dann wird alles einfach werden. Sondern folgt mir nach, dann werdet ihr Leben in Fülle haben. Und es ist immer möglich. In jeder Situation, wo du dich auch im Leben befindest. Es bedarf immer Umkehr, viel Geduld und noch mehr Vertrauen zu Gott und zu der Gemeinschaft, die sich Kirche nennt.